Ja, hallihallo, hallöchen, ich hoffe, es nimmt gerade auf. Jupp, es nimmt auf, dankeschön. Gut, willkommen wieder beim Handelstag. Hat jetzt ein bisschen gedauert, also ich habe ja bis. Langsamer reden, Ray. Langsamer reden, Ray. Oh Gott, bis Quietsch aufgenommen, bis zum Tag 3 und habe euch dann erstmal im kalten Wasser sitzen lassen, weil ich jetzt erstmal eine Woche gehandelt habe, circa. Habe jetzt so 2-3 Tage Pause gemacht. Einfach, weil man es zwischendurch machen sollte. Ich bin jetzt bei der Challenge hier bei. Gott. Was? Ich hab hier ja. Stimmt ja. Egal. Bei 300 km angelangt, bei 315 km. Man sieht, mein Inventar ist schon ein bisschen voller. Ich habe hier noch so einige Sachen, Zaubersteine, unbekannte Eltrite. Aber was ich halt machen wollte, um euch mal so ein bisschen mehr zu zeigen, hier, da ich jetzt Camtasia nutze, kann ich das hier auch nutzen. Hier habe ich so eine kleine Liste. Hey, yo, die wird auch so gleichsamt erklärt. Mach die auch einfach mal ein bisschen. Kann ich die auch eigentlich größer machen direkt? Also auf 20. Dann muss ich aber hier, ne? Ja, muss ein bisschen größer machen. Muss ich nachher wieder kleiner machen, sonst stört das mich selbst. So. In Ordnung. Fangen wir mal langsam an hier. Ich habe eine Liste gemacht. Hier, das sind diese Einkäufe, die ich getätigt habe über diese Woche circa. Das sieht man hier sehr schön. Ich fange mal ganz langsam an. Also, ich habe Zaubersteine gekauft von 15 bis 25.000 ED, also 25 km. Entsprechend, man sieht, hier habe ich einmal größer zugeschlagen, weil das am Abend war und ich da dann entsprechend meine als billigste haben wollte, die ich dann für 50.000 oder 60.000 reingestellt habe. Muss man dann nachher nochmal sehen. Also wir gehen jetzt erstmal auf die Zaubersteine ganz langsam ein. Und man sieht hier halt auch, was ich dafür dann insgesamt ausgegeben habe. Hier 12.500 und entsprechend 12,5 km. Nur mal so zur Übersicht einfach. Also Zaubersteine habe ich eine ganze Menge eingekauft. Wenn man es mal so grob genau nimmt insgesamt. Man kann ja hier mal gucken. Zaubersteine gesamt wären an die 12, 5, ja, an die 17 km, die ich ausgegeben habe. Und ich habe an die. Das sollte ich auch mal machen, dass ich mal das so zusammenrechne. Also 600, 700, 800, an die 900 Stück habe ich gekauft und habe an die 17 km dafür ausgegeben. Wenn wir jetzt mal hier unten schauen, hier bei den Zaubersteinen ist hier. Ich habe, also hier unten, ne? Ich markiere es einfach mal, dass man das besser im Blick hat. Habe ich 460 verkauft, also knapp 500, und habe daran gut 21 km verdient. Ich meine, das ist jetzt nicht unbedingt eine große Menge. 21 km. Das sind jetzt noch, ja. 4 km, die ich einen Gewinn gemacht habe. Aber man muss sich auch mal denken, wenn man mal hier schaut, einmal für 60 km pro und 50 km pro sind welche losgeworden und für 40 km pro. Das ist schon so weit in Ordnung. Und ich habe ja noch, wie man im Inventar sehen dürfte, um mal zu zeigen, hier 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 880 Stück, die ich verkaufen kann. Also da ist mehr als genug Gewinn rausgerückt. Wollen wir mal weitermachen? Dann mal weiter nach oben. Hochwertige Zaubersteine habe ich für 70 und 80 km gekauft. Jetzt nicht so in der Menge, weil ich von den hochwertigen Zaubersteinen bisher nicht so überzeugt gewesen bin und nach wie vor noch gucke. Also habe ich an die 5 km auch für ausgegeben, sogar passt sogar ungefähr 5.100, irgendwas Scheiß. Auf jeden Fall, man sieht, die Mengen sind hier deutlich geringer, die ich eingekauft habe. Man kann da auch mal kurz mal gucken. Was habe ich gemacht? Ich habe hier für 130 habe ich die verkauft. 212? Ich habe eine Menge von 212 verkauft. Habe mit 27 km gemacht. Warte mal kurz. 80? 28? Ich hatte noch welche im Inventar, das ist mir klar. Aber, ja gut, das stimmt das so? Von der Rechnung her? E43 mal G43. Ob 27 km. Daran sieht man mal. Das überrascht mich gerade. Ich komme gerade mit der Logik gerade nicht ganz klar. Allerdings, ja,
Hab dadurch dann massig Gewinn gemacht anscheinend. Ich meine, okay, es sind pro Zauberstein 50k. Sagen wir mal 50, sagen wir 55k. Bei einer Menge von 212. Das muss man in der Relation natürlich sehen. Das sind an die 10, 12, 14kk, die ich da gewonnen habe. Ich hatte anscheinend noch ein paar welche im Inventar. Vielleicht auch sogar von euch. Dafür danke ich schon mal ganz lieb. Ja. Also mit hochwertigen Zauberstein kann man es auch relativ gut machen. Ich glaube, ich habe ganz wenige noch. Ja, hier 63, weil ich immer so auf den Markt schaue und kann es mal gerade gerne umschauen. Ihr merkt jetzt auch, warum ich gerade mal so ein bisschen gewartet habe von wegen Aufnahmen. Aber du nimmst auch wirklich Vollbild auf, ne? Ich bin mir da ein bisschen unsicher. Bei Camtasia habe ich noch nie im Vollbild aufgenommen. Ach, die Raumzeit, okay. Gefällt mir nicht so vom Preis. Zaubersteine. Gucken wir mal. Also die wären okay vom Kaufpreis her. Man sieht, der Markt ist relativ überfüllt. Hochwertigen, ja, geht soweit. Also. Aber es sind momentan zu viele, die ich da habe. Und also die ich auch im Inventar habe an Zaubersteinen, also brauche ich da gar keine zu kaufen. Elytriten sind momentan vom Preis her vom zu verkaufen recht gut, finde ich. Wenn man sich das anschaut hier, ja, also es geht, also kann man auch gut Gewinn machen. Ja, darauf komme ich gleich noch. Gucken wir mal wieder zurück. Hey, jetzt zu den Silberkisten. Wow, da habe ich eingekauft. Vor allem in der Preisspanne von 150k bis 250k pro. Da habe ich natürlich eine Menge mehr ausgegeben. Habe ich, das sollte ich wirklich mal separat immer machen. Ich mache es mir mal gerade mal einfach. Gleich K ist das, ne? H14 plus H15 plus H16. Ja, ich weiß, es geht sicherlich auch einfacher, aber ich bin hier Noob drin und alles. H19 plus H20. Das ist die Zahl hier. So. Hab hier ganze 40kk für ausgegeben. Für eine Menge von Mathematik, ne? 20, 30. 110, 140, 100, sagen wir 180, 190 Stück. Und jetzt kommen wir auch gute gerne mal von hier auf den Gewinn, den ich dadurch gemacht habe. In Silberkisten sind nämlich ganze 72kk rausgesprungen. Wenn man das bedenkt, das sind ganze 30kk Unterschied. Ich habe die für 398k reingesetzt. Eine Menge von 182 sind weg. Ich habe noch 80 im Inventar. Man kann die gute gerne, das werde ich vermutlich auch mal machen, rausbringen, also entsprechend raussetzen. Raussetzen ist totaler Blödsinn, den ich hier laber. Öffnen und mal so ein bisschen ein Glück versuchen, wenn man so ein gewisses Kapital hat. Einfach mal so, weil die Seelenmystik-Sachen, die sind momentan, glaube ich, ganz gut im Preis. Muss man halt immer so auf die Preislage achten. Aber prinzipiell kann man so Silberkisten schneller verkaufen als jetzt Ausrüstungsequip und alles, außer man wird das zum Ramsch rausschmeißen. Ja, gehen wir mal weiter hier zu Eltriten Türkis. Die habe ich auch ein paar gekauft und verkauft hier in einer kleinen Menge hier, weil sie mal für 1520 da waren. Entsprechend habe ich aber auch für 199 verkauft, also für fast 200k. Das hat sich gelohnt soweit. 10kk, 11kk habe ich eingenommen. Ich hatte da noch welche im Inventar selbst und entsprechend, ja, konnte ich die auch verkaufen. Ich habe ich dann vielleicht auch schon gekauft wieder. 9 Stück habe ich im Inventar. Gut. Schön zu wissen. Aber jetzt eine andere, interessantere Sache auch wieder, die unbekannten Eltrite. Die habe ich in so circa von 50 bis 90k gekauft. Das ist soweit, finde ich, in Ordnung. Man sieht, für 65k habe ich dann entsprechend auch bei der Menge zugeschlagen. Da ist halt immer wichtig, immer mal auf die Pinnwand zu schauen. Also ich habe nur Pinnwand gehandelt, das muss ich sagen. Also so gut wie nur Pinnwand gehandelt. Ich erkläre gleich noch was weiter bei den Raumzeitkristallen. Da kommt noch ein Tipp dazu für euch. Da konnte ich gut abgreifen. Da habe ich wie viel bezahlt? 4, 9, 19, 20. 20, 21kk habe ich bezahlt für eine Menge an 260, 70, 80 so grob. Wenn man hier schaut, ich habe hier, bin ich wieder
losgeworden für 149, auch teils für 169, ein paar, eine kleine Menge. Also diese 150k finde ich ganz gut. Da bin ich 200 losgeworden und habe 30k Gewinn gemacht. Man muss das natürlich auch in Relation wieder sehen. Meinetwegen hier die 20k abziehen, dann habe ich 10k Umsatz. Das ist natürlich immer so eine Sache, die man auch entsprechend sehen muss. Das ist ganz wichtig. Eltrite Grün, naja, ach, dazu komme ich gleich. Raumzeitkristalle, hier ganz, ganz viel. Da habe ich 200k ausgegeben, meine Lieben. Das ist immer so eine Sache, wenn man da ganzes Geld raushaut. Das ist, würde ich nicht empfehlen. Also ich habe mich da Blanko gekauft, direkt also auf fast 0 ED runter. Sofern man mit Handeln umgehen kann, ist das in Ordnung, würde ich sagen. Aber da muss man halt auch immer schauen. Tabelle 1 von 3 eigentlich? Gucken. Okay. Habe ich nichts anderes. Die habe ich für 2,25k gekauft pro 90 Stück. Die habe ich aber, die 2,5k, stimmt da nicht, Gott, habe ich für 200k bekommen. Die Sache war die, die waren für, ich glaube, 2,5k im Markt. Und ich empfehle es jedem, schreibt die Leute, beziehungsweise wispert die Leute im Markt doch einfach mal an und versucht zu verhandeln. Das bringt euch häufig eine ganze Menge ein. Ich meine, ich habe zwar nur 250 pro Kristall gespart, aber 250 mal 90, okay, da muss das gleich vor. So, das sind jetzt schon wieder 22k. Fast 23k. Entsprechend hat man da doch einiges gespart. Wenn man sich jetzt mal umschaut, die lieben Raumzeitkristalle, wo habe ich sie denn? Hier oben. Yays! Mensch, meine Güte. Habe ich dann wieder verkauft zwischen 3,2 und 3,4k. Muss man halt immer gucken auf dem Markt. Ne? Man wird die dafür sehr schön los und wenn man sich die den Gewinn anguckt, ich meine, ich habe an die 100 Stück verkauft. Ich meine, ich muss auch dazu sagen, ich hatte im Vorhinein konnte ich 50 Stück auch schon mal für 1k pro kaufen. An der Pinnwand, wohl bemerkt. Man sieht die Gewinne, ich habe da 300, 350, 360, 400k mitgemacht. Das ist schon enorm. Das hat schon was zu bedeuten. Also, da der Handel mit Raumzeitkristallen lohnt sich auf jeden Fall. Kann ich nur empfehlen. Habe dann hier noch so kleinere Sachen, die Upgrades plus 6 Rolle, bin ich für 9k losgeworden. Eine, das hat mich auch gefreut, Eltrite Grün für 130k. Ich weiß nicht, ob das noch mehr geht, aber damit war ich erstmal zufrieden und die Minitasche da für 250k ist in Ordnung, wenn man jetzt so schaut. Es ist nicht immer alles drin, ich habe erst ab einem gewissen Punkt angefangen, die gucken aber Verlust, ich habe 275k insgesamt ausgegeben und habe 364k eingenommen. Das ist natürlich nicht alles genau drin. Ich habe, wie gesagt, nur am gewissen Punkt angefangen, habe in dem Zeitpunkt halt das verdient. Und wie man halt entsprechend erkennen kann, hier unten sehr schön die 315k, die da momentan stehen. Ich habe noch Dinge zu verkaufen. Ich werde momentan versuche momentan immer wieder Leute anzuschreiben, was Raumzeitkristalle angeht, weil ich da den Handel doch sehr genieße. Allerdings antworten die ungern. Kann man mal gucken. Vielleicht kann man es ja live in der Aufnahme kriegen. Hey, bist du vielleicht da? Mal anschreiben. Kiowai, die wird nicht, denke ich mal, runtergehen. Denke ich. Ich kann ja trotzdem mal versuchen. Also Kiowai ist eigentlich eine derjenigen, die... Oder derjenige ist, ich weiß es nicht. Bist du eventuell da? Schon länger Edgeworld spielen. Und ich glaube nicht, dass da zu verhandeln ist. Muss man halt eben gucken. Aber man sieht halt die Preise einfach... Das Antworten, die Leute antworten nicht immer, eher selten, aber einfach mal anschreiben, das ist mein Tipp. Dahingehend sollte man halt auch machen. Da kann man doch eine Menge gewinnen. Und eine Menge Gewinn für sich selbst machen. Also das nützt wirklich viel. Also schreibt die Leute ruhig mal an. Verhandelt einfach mal. Das lohnt sich vor allem bei größeren Mengen. Ich mache das jetzt nicht, wenn es um ein Stück meinetwegen geht. Aber wenn es dann doch halt um gewisse größere Mengen geht. Oh ja, ich bin ein bisschen müde, da mache ich das doch gern. Habe ich Audacity eigentlich dafür gestartet? Nö. Gut. Ich dachte eben schon, weil Ken Casey nimmt ja Audiospur und so weiter. Alles gleich auch. Ich meine, habe ich Opera auf Steam und alles. Jupp. Gut, dann sollte es gewesen sein mit dem Razer Handelstagebuch.
wie gesagt, also ich empfehle auch jedem mal zwischendurch eine kleine Pause zu machen. Ich habe 2-3 Tage lang jetzt Pause mit Handeln gemacht. Ich stehe trotzdem gut, also ich kann immer noch zwischendurch mal was kaufen. Mal den Markt einfach so zu beobachten und zu schauen, wie er sich entwickelt, das ist keine schlechte Idee. Und ab und an einfach mal so ein bisschen ruhen lassen. Weil die ganze Zeit handeln ist auch nicht unbedingt das Wahre. Es kann teils süchtig machen, was bei mir angeht, weil man doch ziemliche Glücksgefühle bekommt, weil wie gesagt, innerhalb einer Woche jetzt mit Kleinkram handeln, 300 KK, damit stehe ich doch ganz gut. Also Pirato, fühl dich gegrüßt, fühl dich gechallenged, das ist der aktuelle Stand. Wenn es so weitergeht, sollte ich ohne Probleme halt dahin kommen. Wie gesagt, der Handel mit Avatar-Teilen ist auch immer so eine Sache. Ich kann ja kurz was darauf eingehen, also man kann natürlich billig auch Avatar-Teile einkaufen, vor allem die Hetzer-Sachen sind sehr beliebt und da eine ganze Menge Kohle dran verdienen. Das Schöne an Avatar-Handel ist ganz einfach, auch hier, die Preise steigen nur noch. Die Preise steigen und man verdient eigentlich nur noch, auch wenn die dann nicht mehr im Erhitzen drin sind, kann man unglaublich viel Kohle verdienen. Aber da muss man halt manchmal doch ein bisschen Geduld haben, wenn man dann entsprechend verdienen mag. Gut, das soll es gewesen sein vom Razers Handelstagebuch für diese Woche. Ich habe extra Woche gemacht, weil ich finde, also wenn man sich das hier nochmal anschaut, bin auch mal drin, ab und an, ist das doch, kleiner machen für mich wieder, auf 14. Doch eindeutig überschaulicher und ich kann eindeutig mehr präsentieren und reden. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Ich hoffe, ihr schaut auch das nächste Mal wieder rein. Wenn es heißt, oder hier ist Razers Handelstagebuch, wenn es heißt Let's Plays mit Razer, schaut gut und gerne mal bei den anderen Let's Plays von mir rein. Es lohnt sich auf jeden Fall. Also auf Wiedersehen, bye bye und tschö tschö. Hoffe ich doch, FC. Es läuft weiter, okay. Tschö tschö.